Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Ori and the Will of the Wisp. Im letzten Part waren wir hier stehen geblieben am Beginn der Windwüste. So hieß der Ort. Für mich ist wieder mal eine neue Aufnahme. Merkt man, glaube ich. Ich glaube, ich habe sogar beim letzten Mal gesagt, dass es die letzte ist. Ihr seht mich jetzt relativ zentral. Also ich gucke gerade auf den Monitor, auf den ich schaue. Das ist ein bisschen umgestellt. Ich hoffe, das ist ganz gut. Das ist die erste Aufnahme. Wenn ich hier rüber gucke, gucke ich auf meinen Kontrollmonitor. Aber da sehe ich mich natürlich nicht. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Aber ich sehe, ich habe eine Aufnahmedatei da. Mittlerweile weiß ich auch, was der Fehler war. Na gut, aber spielen wir erstmal weiter. Ich kann ja währenddessen erzählen. Nach hier oben, glaube ich, kommen wir nicht. Nee. Aber hier kommen wir lang. Was waren die Taste? So. Kommen wir hier runter. Ne, hier ist aber Sand. Hier hoch müssten wir. Von der Vergangenheit geblendet. Wandte sich Shriek von der Wärme ab. Ich bin gerade dabei. So, jetzt ein bisschen den Game-Sound leiser zu machen. Weil das war doch ziemlich laut. Wobei, jetzt ist es ziemlich leise. Irgendwie hat das Spiel nicht so Lust, das richtig gut zu pegeln. Deswegen muss ich nachjustieren, aber ich glaube, so geht's. Krasse Szene. Also, Saya hieße, glaube ich. Gute Fähigkeiten, aber ja, für Shriek nicht. Und die hatte sogar Angst vor uns. Also, ich weiß nicht, ob man so vorgehen sollte. Ich wollte jetzt auf meinen anderen Monitor gucken, weil ich da normalerweise da immer die Kamera habe. Da muss ich mich noch umgewöhnen. Was man vielleicht sieht, weil ich ja, anfangs habe ich ja immer in 4K aufgenommen, dann ging es nicht mehr wegen dem Encoder irgendwie. Jetzt nehme ich in 2K auf und skaliere ich das Gameplay hoch. Daher habe ich jetzt mal die Grafikqualität auf hochgeschraubt. Da merkt man doch, glaube ich, einen Unterschied. Das war ein Portal. Ich hoffe zumindest, ich werde sehen dann. Aber ich glaube schon ein bisschen Trauerkamm. Hier ist noch was. Ich bin ja eigentlich immer noch auf der Suche nach. Wir haben noch eine Fähigkeit nicht. Ich würde ja gerne noch die Gebiete komplementieren. Ich glaube, das ist das Wort. Aber ich weiß. Möchte ich nach da unten? Ja. Oder? Nein. Ja, auf jeden Fall möchte ich noch da unten, also warum denn auch nicht? Einmal sterben ist wie keinmal. Ja gut, ja, nehmen wir mal den Aufzug. Wirkt wie so ein Bergarbeiteraufzug. Na gut, ich kann mich da festhalten, an was denn? Ja, was könnten ihr, wenn ich mich an euch Achso, das geht trotzdem. Aua, hat er mir noch getroffen? Ja, genau. Wie unfair. So. Da ging die Bombe ins Nix. Okay. Noch welche? Ja, natürlich. Ah, oh Gott, der hat ein Schild. Hilfe. Aua. Der ist echt, stark. Hilfe. Ey, 2 ist ein bisschen unfair, oder Spiel? Ich bleib hier. Was machst du jetzt? Jetzt haben sie kein Schild mehr. Oder? Au. Okay. Ah, der hat noch ein Schild. Aua. Idiot. So, haben sie ein bisschen gegenseitig ausgenockt.
So, weiter geht's. Oder war's das? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Muss ich schnell sein? Ich gehe erstmal hier hin. Okay, da kommen wir später hin. Ich bin mir nur nicht sicher. Das Portal führt da hoch. Natürlich sind wir jetzt relativ am Ende des Spiels. Okay. Selbstmordattentäter. Hier kommen wir. Uah. Oh nein. Nein, die Dinger kennen wir doch aus dem ersten Teil. Hilfe, wie komme ich da hoch? Okay. Ja, mhm. Ja. Hey, Silvester. Die Fähigkeit, die uns fehlt, oder noch eine andere? Licht absorbieren, wir gucken mal. Handwerkzeug. Das Achievement habe ich freigeschalten. Starten. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie zuzuweisen und starte in die jeweilige beliebige Richtung durch. Ist das jetzt die Fähigkeit, die uns fehlt, oder ich bin noch... Okay, doch, das ist sie. Werde zu einem Projektil. Wie ist das gemeint? Warte, ich muss erstmal üben. Kostet das Energie? Nein? Hey, ist ja... Also ist wie die Feuerfähigkeit. Nur... ohne Energiekosten. Und ohne, dass es wahrscheinlich Schaden macht. Warum habe ich nach der... Ich muss mich noch umgewöhnen. Das ist aber... Und ich kann es immer in der Luft benutzen. Das ist, glaube ich, strong. Ah, und nach so einem Portal aber auch. Okay. Das ist eine sau nice Fähigkeit. Zack. Ja. Au. Das Gorlek-Erz nehme ich mit. Koste es, was es wolle. Was war's? So. Okay, aber wir halten nicht die Zeit an irgendwie. Okay, da, ich muss mich dran gewöhnen, das Portale dazu zählen. Okay. Gut, dann ist logisch, wie ich da unten weiterkomme. Oder? Kann ich doch einfach dann... Zack. Ja, so in der Art, wenn ich es könnte. Hier hoch. Oh, da drüben gibt's was. Das ist voll... Ach nee, da drüben gibt's nichts. Es ist voll mächtig, weil ich halt die Richtung aussuchen kann. Damit komme ich ja an jedem Scheiß. Warum habe ich schon mal vorher begonnen, Gebiete zu 100% zu lösen? Achso, und hiermit geht's dann weiter. Hä? Achso, ich muss an der Wand hochklettern. Jetzt ist die Frage, gibt es da oben einen Speicher oder... Ich würde mal weitermachen. Das war knapp. Muss ich als nächstes hin da hoch? Ja. Genau. Das war gewollt. Achso, ich weiß wohin. So, da hoch und jetzt hier rüber, gell? Das sieht richtig aus. Benutzen zum Betreten. Was gibt's hier? Nothing. Absolut nothing. Ja. Als das Ende näher rückte, führten alle Pfade zur Geisterweide. Gumo und Naru, stimmt ja, die waren ja auch noch da. Das Ende der Weide. Das ist der Boss wahrscheinlich, wie im ersten Teil der Lava Dungeon. Ich hätte gern Speicherpunkt. Sehe ich hier irgendwie einen? Weil den möchte ich jetzt noch gerade gar nicht machen. Wir haben alle Fähigkeiten, das heißt, wir gehen erstmal zurück und fangen jetzt an mit dem 100% Gameplay. Hier haben wir noch was. Okay, ich glaube, die Quests zählen dazu, oder? Ich würde mal tippen schon. Gut, da haben wir jetzt einiges vor uns. Das Tintenmoor haben wir hier zum Beispiel noch einen Fleck. Wir haben alles gekauft. Da oben ist noch was.
Das da. Das haben wir, ja gut, ich würde sagen, wir fangen hier an, gehen hier rüber und machen Gebiet für Gebiet. Hier kann man dann, oder müssen wir sogar da runter, hier rüber, ich glaube, das ist schneller. Hier haben wir irgendwas vergessen, kurz Nase kratzen, vorhin hatte ich lustigerweise Nasenbluten, das ist immer ganz toll. Ja, machen wir einfach, bevor ich lang jetzt überlege, wie wir es am blödsten angehen, ist es, glaube ich, besser. Wir legen irgendwie mal los. So, rüber gucken, läuft alles, das ist gut. Und dann müssen wir nur darüber eigentlich. Ja, mit der Fähigkeit jetzt sowieso kein Problem mehr. Abgründiger. Ach stimmt, das, ich hatte ja eine Fähigkeit, womit ich mich an Gegnern festhalten kann, gell? Ich wundere mich gerade. Oh. Warum ich das kann. So, und dann darunter. Ja, ich glaube, da haben wir die Sandfähigkeit gebraucht, gell? Genau. Einfach mal gedroppt. Du explodierst doch, oder? Ja. Nee, doch. Ein Golek-Erz. Stimmt, die Siedlung müssen wir noch ausbauen. 94% erst. Das hier haben wir noch. Aber ansonsten, was seltener. Das sind die Lumasen, die haben wir ja gefühlt noch gar nicht. Den Brunnenquell. Müssen wir auch mal gucken, was da noch fehlt. Das Rennen. Aber das macht wahrscheinlich nicht so viel. Gute Frage, was dazu zählt. Gibt es vielleicht. Vielleicht gibt es noch Quests in dem Gebiet. Aber das kann ich gerade nicht sagen. Ja, okay, müssen wir schauen. Gehen wir erstmal zu der Energiezelle, die wir dringend gebrauchen können. Hier geht's runter. Ey, die Gegner mittlerweile. Ja, so schwach sind sie gar nicht, aber. Huch, nicht stark. Die versteckten Energiedinger werden halt in dem Teil nicht angezeigt, daher weiß ich gar nicht, ob die da dazu zählen zu den 100%. Ich renne einfach durch. Ist aber voll krass, wir können hüpfen, wir können. Okay, nur noch weiter nach drüben. Wir können so uns hochboosten, also mit hüpfen meinte ich das. Wir können uns selber heilen und angreifen. Mehr brauchen wir doch für den Bosskampf ganz sicher nicht. Ich bin mal gespannt, wie der wird, weil einmal hatten wir es ja schon mit Q zu tun. Ob das jetzt einfach nur nochmal eine Flucht ist und wir irgendwie, wie waren das bei Kuro damals? Habe ich gerade bei Q gesagt. Nein, ich meine bei Shriek natürlich gerade eben. Mit da hatten wir schon eine Flucht. Ich glaube, ich habe wirklich Q gesagt. zack. Und, oh Gott, wie soll man hier sonst hinkommen? Wahrscheinlich mit dem Feuerball. Fragment einer Energie. 4% fehlen noch. Das sind die Mitternachtshöhlen, die haben wir. Tintenmoor. Es wird halt nichts angezeigt. Wenn ich jetzt wüsste, was dazu zählt. Oder gibt es hier. Das ist auch noch das. Tintenmoor. Habe ich hier irgendwas vergessen? Nee, das ist Quarlock See. Ist das? Nee, das ist auch Quarlock. Ja, keine Ahnung, was da dazu zählt. Das sind die Mittern. Wahrscheinlich hier irgendwie. Vielleicht hier dieser Sandhau. Naja, da war. Ist da was drin? Oh Gott, das wird ja ein Spaß. Ich wusste gar nicht, dass das so lustig werden kann. Oh, die Mittern. Ich glaube, die Lumasen werden jetzt aber lustig zum. Na, also zum Reinschauen. Ich muss mal. Ich glaube, da hole ich mir online auch Hilfen. Weil sowas dann rauszufinden, was da dazu zählt, das ist dann. Ziemlich blöd. Ich würde sagen, wir versuchen immer alles erstmal so onscreen und was ich dann nicht schaffe, mache ich in irgendeinem Speed-Durchlauf am Ende mal für euch. Schneide ich das zusammen. Na gut, dann geht es jetzt zu den Lumaseen, würde ich sagen. Ja, nehmen wir die Lumaseen mit. Mal gucken. Da haben wir ja Quarlock verloren. Und das meine ich nicht im Sinne von vermisst,
aber genauere Sachen sage ich gar nicht, wenn ihr schaut euch die Folge an, da kommen ja Stacheln raus. Habe ich frühzeitig bemerkt. So, 50%, dann würde ich sagen, nehmen wir das Gorlek-Erz mit. Und dann war es das hier. Und dann gehen wir so zurück nach da oben irgendwie. Da waren wir ja gar nicht. Warum auch immer. Ich könnte mir halt auch vor... Aber die Lumas sehen, die sollte ich ja zu 100% erkundet haben. Wahrscheinlich. Also, ich würde jetzt wundern, wenn es anders ist. So. Stimmt, wie war denn das hier? Komme ich hier irgendwo mit Sand weiter? Stimmt ja. Ich erinnere mich wieder. Ach, hier ist gar kein Wasser drin. Ich wundere mich gerade. Natürlich. Wie viel... Wow. So. Gib mir das Ding. zack. Jetzt möchte da ja gar keiner mehr hin wahrscheinlich. Weil jetzt haben wir hier alles. 53%. Gorlek-Erz. Damit, ich muss mal, ich glaube am Beginn der nächsten Folge, egal wie weit wir jetzt hier kommen. Ja, die ist gar nicht mal lang. Am Beginn der nächsten, oder also im Beginn der nächsten, am Beginn? Im Beginn. Egal. Beim Start der nächsten Folge. Ich meinte. Zack. Nein, hä? Ach so, warte mal. Das ist die falsche Taste, die ich drücke. Ich wollte das hier machen. Dankeschön. Da werden wir auf jeden Fall mal dann wahrscheinlich uns Sachen fürs Gorlek-Erz holen. Stimmt, die Siedlung müssen wir auch mal komplett erforschen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Jetzt mit der Fähigkeit sollte das hoffentlich machbar sein. Ui, da booste ich aber mal gekonnt. Weit nach oben. So. Ach ja, stimmt. Hier habe ich mich das letzte Mal so mit dem Feuerball durchgequält. Die Zeiten muss ich ja nicht mehr erleben. Aber mal ehrlich, ich hab immer noch nicht nachgeschaut, wie ich damals hier an die Fähigkeit hätte kommen sollen, ohne diese... Ich nenne sie jetzt mal Cheat-Technik. Huch, Moment. So. Wow, das hat sich ja gelohnt. So, ja, hier sind jetzt mehrere Blasen. Da habe ich eine Idee, wie ich dran kommen könnte. Oh, da sind Stacheln. Au. Zack, Servus. Zurück zum Absender. Hi. Achso, warte mal, hier komme ich hoch. Ja, gut. Irgendwie habe ich es geschafft. Manchmal hat man mehr Glück, als man braucht. Aber ich bin schon deutlich weniger gefrustet als beim letzten Mal, als diese Sache mit der Aufnahme war. Oh, hi. Das hat mich abgefuckt. Hat man auch ein bisschen gemerkt. Darum ja einfach jetzt schön entspannen. Auch eine Sache, die ich beim nächsten Mal dann gut ansprechen kann, ist mir gerade eingefallen. Das ist prima. Machen wir nächstes Mal ein Lava-Part. Oh, hier gibt es noch was. Oh Gott. Moment. Oh nee. Die bremsen diese Fähigkeit. Hi. Hilfe. Hilfe. Einfach mal kurz da drin festgegangen. So, wir heilen mal kurz gegen alles. Wir haben Zeit der Welt. Nee, haben wir gar nicht. Aber ich mache das Gebiet hier noch fertig. Aua. Aua. Da merkt man, darauf ist es nicht... was soll ich denn damit machen? Ja, komm mal her. Ich weiß ja nicht mal, wohin damit. Wohin damit? Das wurde mir noch nicht ganz beantwortet. Hä? Wohin damit ist eine wirklich gute Frage. War hier irgendwas zu? Da hinten ist noch was. Uri?
Ori hängt sich einfach an die Scheiße. Okay. Achso. Okay, das war das. Dann haben wir hier, glaube ich, alles, oder? 61%, das hört sich gut an. Erstmal, weil das Gebiet ist noch weitläufig. Zack, hier hoch. Und ich glaube, hier endet dann das Rennen. Ach, da unten startet es. Na gut, dann machen wir hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Beim nächsten Mal machen wir noch das hier. Und dann porten wir uns zurück. Ich sage vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr schaltet, gerne wieder im nächsten ein. Bis dahin, habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.